So, in diesem Video soll es einmal um einen Satz gehen, den wir im Eindimensional schon gut fanden und spannend fanden. Nämlich, dass wenn wir so eine Folge xn haben, also Vektoren xn, und die konvergiert, dann ist es genau dann der Fall, wenn diese Folge auch eine Cauchy-Folge ist. So, das heißt, es gab eine andere Eigenschaft, also Konvergenz und Cauchy-Folge sein, bedeutet dasselbe. So, was war nochmal diese Eigenschaft von so einer Cauchy-Folge? Das war diese Eigenschaft, die ja nicht erstmal sehr ähnlich aussieht wie der normale Konvergenzbegriff, aber eben halt doch eine kleine andere Eigenschaft hat, die aber sehr wichtig ist. Also für alle Epsilon größer 0 gibt es so ein N0 aus den natürlichen Zahlen, also soweit so normal wie eben halt auch bei Konvergenz. So, und ab diesem N0 darf man beliebige N und M wählen aus den natürlichen Zahlen. Ja, die müssen also beide größer als dieses N0 sein. Und dann gilt was. Und dann gilt nämlich, dass der Abstand von xn zu xm kleiner Epsilon ist. So, was Sie hier vermissen, ist der Grenzwert. Genau. Ja, das ist hier mal der Punkt. Um nachzuweisen, dass eine Folge eine Cauchy-Folge ist, muss ich keinen Grenzwert kennen. Ja, um nachzuweisen, dass eine Folge konvergiert, wenn ich das über die harte Epsilon-Dick machen möchte, dann muss ich nachweisen, dass ich einen Grenzwert habe und dann kann ich das nachrechnen. Habe ich aber gar keinen Grenzwert, weil vielleicht die Zahl so komisch ist, ne? Aber habe ich immer noch diese Möglichkeit, über diesen Cauchy-Begriff zu gehen, zu sagen, Mensch, kriege ich vielleicht diese Eigenschaft nachgewiesen, weil hier habe ich keine Notwendigkeit, einen Grenzwert anzugeben. Ja, das ist natürlich irgendwie sehr kurios, aber das Gute an diesem Satz ist eben halt, oder diese beiden Eigenschaften sind äquivalent. Ja, fällt mir also der Grenzwert nicht ein, weil ich einfach zu dusselig bin, kann ich immer noch versuchen, über die Cauchy-Eigenschaft nachzuweisen, dass diese Folge konvergiert. Dann weiß ich, dass es den Grenzwert gibt, aber ich kann ihn nicht aufschreiben. Ne? Aber ich weiß, dass es dass Konvergenz vorherrscht. So, das ist also dieser interessante Satz, der auch im Mehrdimensionalen gilt. Ja, und im nächsten Video mache ich mal den Beweis von diesem Satz.